Unser Bundeskanzler Olaf Scholz rutschte vor kurzem mit folgendem Satz mal die Wahrheit raus. Werden Arbeitskräfte von außerhalb brauchen, sonst sind die Renten nicht mehr sicher. So sein Zitat. Dass unser Bundeskanzler die Rentensicherung hierzulande an die Zuwanderung knüpft, ist schon sehr verwunderlich. Denn die Einwanderung, die aktuell nach Deutschland stattfindet, bringt unterm Strich weder Geld in die Steuerkasse noch in die Rentenkassen. Ja, ganz im Gegenteil. Die Migration kostet den Steuerzahler sehr, sehr viel Geld. Rund 22 Milliarden Euro gibt nämlich allein der Bund für die Flüchtlingspolitik aus. Knapp 10 Milliarden fließen davon in die sogenannten Sozialtransfers nach dem entsprechenden Asylverfahren, sprich ins Bürgergeld. Hinzu kommen dann noch die Ausgaben der Länder und Gemeinden, über die übrigens ja immer häufiger debattiert wird, weil sich die Kommunen am Ende natürlich ihre Aufnahmefähigkeit an den Grenzen der Belastbarkeit sehen. Gar nichts mit Zahlungen hinterlegt sind dann noch die sozial bedingten Folgekosten der sogenannten ungesteuerten Einwanderung, weil der Staat immer mehr Geld für Wohnraum entsprechend für Flüchtlinge natürlich auch ausgeben muss, weil die Kosten an den Schulden mit den wachsenden Migrationszahlen natürlich steigen. All das führt natürlich dazu, dass die Asylwanderung, sprich Einwanderung, keinesfalls unsere Finanzen stabilisiert, sondern sie vielmehr sehr stark destabilisiert. Und falls Deutschland, wie von der Bundesregierung behauptet wird, tatsächlich mal ein Einwanderungsland ist, dann wohl kein besonders erfolgreiches. Nun, eine langfristige Sicherung der Renten, wie sich unser Kanzler von der Einwanderung das verspricht, ist wohl nicht zu erwarten. Zwar beruhen sich die Politiker oder berufen sich die Politiker hierzulande in diesem Zusammenhang immer wieder auf ja, die Fachkräfteeinwanderung, doch mal ganz im Ernst. Die Attraktivität des Standortes Deutschland als Einwanderungsland für qualifizierte Fachkräfte, die weltweit umworben werden, ist in den letzten Jahren leider einmal mehr gesunken. Das Haupthindernis für die Einwanderung nach Deutschland ist unter anderem auch die deutsche Sprache, denn viele Einwanderer sprechen lediglich natürlich dann Englisch und die meisten Unternehmen in Deutschland bieten eben keine englischsprachigen Arbeitsplätze ausschließlich an. Von der Einwanderung also eine Finanzierung der Renten in Zukunft zu erwarten, ist also de facto eine schöne Illusion. Und bisher hat die Bundesregierung auch noch nicht einmal den Versuch unternommen, zu erklären, wie sie sich eine Entlastung der Rentenkassen durch die Einwanderung eigentlich wirklich konkret mal vorstellt. Ganz abgesehen davon, dass der bestehende deutsche Arbeitsmarkt ja noch Möglichkeit bietet, mehr Arbeitskräfte und damit Rentenzahler auch zu erreichen. Ja, was mich persönlich an dieser Aussage von Herrn Scholz besonders stört, ist natürlich auch die Tatsache, dass die offensichtlichen Probleme der gesetzlichen Rentenversicherung doch schon seit Jahren bzw. Jahrzehnten absehbar waren. Und dass man sich natürlich jetzt erhofft, durch die Einwanderung dieses Problem mal rucki-zucki auf Deutsch gesagt in den Griff zu bekommen, zeigt einmal mehr die Alternativlosigkeit. Ja, und gewisse Ratlosigkeit wahrscheinlich auch unserer Regierung. Für jeden Sparer und Anleger sollte daher eins meiner Meinung nach klar sein. Die gesetzliche Rente wird in Zukunft nicht mehr dazu beitragen, ein wirklich finanziell freies, sorgenfreies Leben im Alter genießen zu können. Daher ist dringend notwendig, sich frühzeitig damit zu beschäftigen, welche Möglichkeiten es in der heutigen Zeit grundsätzlich gibt, sich eine krisensichere, möglichst krisensichere private Altersvorsorge aufzubauen und damit meine ich auch Vermögen aufzubauen. Antworten auf diese Frage finden Sie übrigens in meinem neuen Report, den Sie sich wirklich vollkommen kostenfrei mal nach Hause senden können, den Wohlstands- und Vermögensreport. 1A-Informationen für jeden, der sich dafür interessiert. Alle Infos dazu finden Sie über den eingeblendeten Link hier unter dem Video in der Videobeschreibung. Übrigens, die Pensionen unserer Politiker vor allen Dingen werden im Gegensatz dazu natürlich immer üppiger und höher ausfallen, so wie ich das erst vor kurzem in meinem sehr brandaktuellen Video hier auf diesem Kanal auch mal mit aufgedeckt habe. Das Video finden Sie übrigens hier links einmal entsprechend eingeblendet und schauen Sie auch dort gerne mal vorbei und bis dahin alles Gute.
Gute und vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr Klaus Holl.